Finale Grande mit Otto Walkes, Tom Buro, Santiano, Julia Neigel, vielen, vielen anderen und einem Schlitzohr mittendrin, einem frisch gebackenen Schlitzohr, Bulli Herbig. Seine Ehrung schraubte die Promi-Dichte in der Altonaer Fabrik auf ein Jahreshoch. Anna Depenbusch, Olli Dietrich, Natalia Klitschko, der auf solchen Abenden unvermeidliche Sky Dumont, und Peter Maffay, noch amtierendes Schlitzohr und Laudator für seinen Nachfolger. Ich bin nicht überrascht, sagen wir mal so, dass er ein Schlitzohr ist ab heute. Und ich glaube, wenn man ihm gegenüber steht und mit ihm spricht, dann spürt man das. Man sieht es ihm im Gesicht an, dass er manchmal kleine Hintergedanken hat. Und ich glaube, das passt sehr gut zu ihm. Darfst du auch mal in die Kamera gucken? Also ja, ich war gerade felsenfest davon überzeugt, dass der Bart angeklebt ist. Das Showprogramm war mindestens so vielfältig wie die Gästeliste. Ohne Gage für die gute Sache, Otto. Natalia Klitschko tauschte ihren Platz vor der Bühne mit dem darauf. Und Julia Neigel zeigte sich in alter Form. Unter Palmen sitzen wir am Strand. Come on. Diese Jungs waren auch noch dabei. Wie heißen sie noch gleich? Ach ja, genau, Santiano. Oder die Hamburger Perle Anna Depenbusch. Eigentlich ging es natürlich um ihn, Michael Bulli Herbig, der unermüdlich Geld für benachteiligte Kinder einsammelt und der dafür mit Porträt und Titel belohnt wurde. Es fühlt sich gut an. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich eines Tages mal mit Sir Peter Ustinov, Franz Josef Strauß und Helge Schneider in einem Atemzug genannt werde. Also darauf kann man, glaube ich, ein bisschen stolz sein. Da sagt noch jemand was gegen Schlitzohren. Unverkrampft, uneitel und augenzwinkernd Geld für die gute Sache sammeln. Ein Fest für wohl alle Beteiligten. Ob nun ausgezeichnetes Schlitzohr oder nicht. Der Zweck ist ein guter und das Engagement verdient Respekt. Wie schön. Viel Spaß noch heute Abend. Ciao.